Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play von Hub 4. In der letzten Folge haben wir einen Auftrag bekommen, dass wir hier diesen Typen, Cook hieß er, glaube ich, in der Bar mit diesem Paul-Typen bedrohen sollen, damit er sich von der Frau von dem fernhält, und sind dann irgendwie in so einen Drogendeal-Krimi irgendwie hineingezogen worden. Und ja, ich bin mitten im Startbildschirm, weil die Typen sind einfach so aufgetaucht, nachdem ich hier alle Drogendealer kaputt gehauen habe. Und jetzt sind die hinter der einen her, die ich versprochen habe, am Leben zu lassen. Und ja, mitten im Gespräch, also los. Und dann wären da noch die Camps. Du wirst einen Weg finden müssen, die zu verkaufen. Aber das ist dein Problem. Ich verschwinde aus der Stadt. Für immer. Das sollte es für Paul leichter machen. Außerdem gibt es keine Möglichkeit, wie ich Marowski plausibel weismachen kann, dass ich daran nicht beteiligt war. Es sei denn, ich sterbe zusammen mit den anderen. Du verlässt die Stadt und kommst nie zurück? Einfach so? Ja, dann kannst du mir nicht mehr die Schuld für deine ganzen Probleme geben. Was wirst du jetzt tun? Ich denke, das werde ich für mich behalten. Aber keine Sorge, ich plane das schon eine Weile. Ich komm schon klar. Bleiben also nur noch wir zwei. 50-50 wäre doch fair, oder? 70-30 wäre wohl angemessen. Ich habe ja auch das meiste getan. 70-30 und ein Hündchen. Letztes Angebot. Ja, egal. Verarsch mich ruhig nochmal. Schätze, ich sollte das inzwischen gewohnt sein. Du kannst dich dann darum kümmern, die Camps zu verkaufen. Gib mir einfach die Hälfte von Nelsons Geld. Mehr kann ich vermutlich nicht erwarten. Ist für mich okay. Viel Glück. Viel Glück? Du bist echt schräg. Ich bin hier fertig. Okay. Um fair zu bleiben, ich habe das meiste gemacht. Meine Güte. Die waren ja irgendwie gar nicht da. Die sind erst am Ende aufgetaucht und haben verdammt nochmal hier die eine noch verfolgt. Hey, Paul. Na gut. Und dann soll ich auch noch irgendwie 50-50 teilen. Ja, ihr habt ja wohl mal. Muss schon sagen. Gut, wir sind aber noch nicht fertig. Auf der Zone zum Marowskis Gems Labor. Oh, hallo. Die Burg, okay. Gehen wir zur Burg. Wir sind noch nicht fertig. Ich glaube, ich habe das alles in der falschen Reihenfolge gemacht. Wahrscheinlich hätte ich die mit denen allen hier irgendwie so verhören sollen, die Trish. Dann wäre irgendwie was passiert, aber keine Ahnung. Machen wir die Mission noch weiter und dann sehen wir ja. Toll, die Minutemen sind wieder da. Hoffen wir nur, dass ihr euer Hinterwäldlertum im Griff habt. So. Immer so eine Raider-Mission, ne? Auch in irgendeinem Ort, wo ich noch nicht war. Und hier sind auch noch ganz viele Orte, wo ich noch nicht war. Merke ich gerade. Das ist ein Veti-Bird. Scheint immer irgendwie ein Veti-Bird vorbeizugehen, habe ich das Gefühl. Ja, ich laufe immer noch mit den Klamotten rum. Zum Beispiel ein Lager aus. Ich meine, das Gebiet hier war sehr gefährlich. Vor allem mit Meyerlots und so. Deswegen muss ich aufpassen. Und die kloppen sich mit irgendwas. Oh, super Mutanten. Da hat jemand runtergeflogen. Das ist halt so kacke, ne? Na, Raider sind da, was? Ah, Schleichangriff. So.
Sehr gut. Oh, legendäre Adal. Komm, ich gebe euch Rückendeckung. Ich reichte ja auch nie im Leben. Au, was? Was war das? Ah, ma. In Gott, ey. So. Das war nicht tot. Deswegen will ich Schleichangriffe hochleveln. Schon wieder hier vorhin Part gedacht, ich bin wieder kurz vorm Level, was soll ich als nächstes aufleveln? Dann ist mir eingefallen. Ja, Schleichangriffe natürlich. So, hier ist irgendwas. Okay, ich möchte jetzt nicht so weit. Wir waren da irgendwo Supermutanten, oder? Für so eine etwas muskuläre Figur gesehen. Wow, das sieht irgendwie komisch aus. Zwei Ziele. Gwinnett Brauerei, ey! Waren wir nicht schon mal irgendwo in so einer Brauerei? Da ist einer. So, was ich brauchte. Ich bräuchte ein Scharfschützengewehr, das mir verstärkte Schleichangriffe gibt. Das wäre doch geil. Nein. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Irgendwo rein? Ich höre Zeug, das gar nicht da sein. Ja, mal Beweglichkeit, die Klamotte, die ich jetzt hier anhab, ne? Komm schon, verliere mich aus den Augen. Gut. Natürlich da vorbei, ey. So, hier lang über. Sind schon wieder zu viele Gegner da. Spuckst du mal? So, dann gucken wir mal, was auch immer hier ist. Restaurant Gwinnett. Das ist so wahr, das wird ja nicht so groß sein, oder? Oh, Mann. Können wir dir was zahlen, damit du dich totstellst? Und ich gehe zu meinen anderen Klamotten. Über. Ja. Funktioniert so nicht. Wenigstens, wenn ich mir so einen Schlagkartusch mit so einem legendären Gegner liefere, wenn mir diese Sachen nichts mehr bringen. Ja, man hätte es ja versuchen können. So, ich bin wieder hier, aber egal. So, alles an. Ja, gut. So, 50 und... Wow. Ich bekomme 150 dazu, ey. Das ist doch nicht wahr. Von meinen Klamotten 150. Eigentlich. Ich vervierfache meine Verteidigung einfach mal so. So, meine Dinger sind ein bisschen verkrüppelt, also... Ja, ich schieße mit Kelloggs Pistole, weil ich dafür halbwegs viel Munition ab. Ist der Supermutant. Der Supermutant. Da. Ist aber nicht der, den ich gerade bekämpft habe.
sein. Hi, was geht? War aber nicht der, den ich gerade bekämpft habe. Du bist wirklich gut. Okay, langsam. Das ist doch ein bisschen größer, als ich gedacht hätte. So ein guter. Ja, gehen wir mal da rein. Beim Restaurant stelle ich mir jetzt nicht so riesig vor. Ja, wohl auch klappen. Und dann habe ich es erkundet. Na, vergesse ich es wieder. So 50% aller anderen Orte, die ich finde. Oh nein. Also, na. Uff. Der stylische Part ist vorbei. Ich glaube, mein Dingens nicht, mein mysteriöser Aufwender pflege. Auch wahrscheinlich aus Versehen zu meinem Dingswechsel. Zu meinem Mini-Atombombenwerfer. Mein Fatman. Meine Güte, gehst du mal nicht auf mich los die ganze Zeit. In Ruhe, Bams, 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 sehr gut. Und weiter und weiter. Mann, wie unnötig nervig das Viech ist. Ja, sind zwar viele Gegner, aber sieht trotzdem nicht so gefährlich aus. Super Mutanten Primus, was? Was ist das denn schon wieder? Ja. Oh. Wer ich? Degen. Ich habe da schon wieder was gelesen, was mir Angst macht. Ach, dich habe ich ja auch noch. Nee, mein Kriegsschutz hat mir für den Primus. Da waren das bestimmt nochmal eine Stärke oder so. Ah, so ist das. Sehr gut. Hört sich wie Red Kakerlaken an. Wow. Ist doch viel größer, als ich gedacht hätte. Ja, das ist ein Restaurant. Das sieht aus wie eine Brauerei noch. Als Bonus. Oder unten sind auch Gegner, ne? Hey. Du bist ja Primus. Hält aber nicht so viel aus, hab ich das Gefühl. Aber lass mich mal drin, erstmal. Tue ich mich hier erstmal in Ruhe um. Oder auch nicht, weil. Scheint irgendwie da auch einen Weg zu gehen. Was? Hey, na? Da mache ich den Schaden.
Oh nein. Ihr sagt mir nicht, dass ich da prima muss. Nein. Das sehe ich mal jetzt nicht ein. Du hast keinen Kratzer bekommen, ehrlich? Mit einer Atomexplosion kann man nicht so ganz knapp verfehlen. Ehrlich? Ich habe die Waffe gezogen, aber irgendwie will er nicht. Da machen wir es auf traditionelle Weise. Boah, das gibt's doch nicht. Au, oh, ey. Sind wir noch am Leben? Kriegst du es jetzt weg? Oh, die. Derer super Mutanten kriegt. Das hatten ich glaube ich auch noch nicht, ne? Blablabla. Boah. So. Das gibt's da nicht. Hauptsache, ich werde getroffen, aber er nicht, ne? Geht denn das bitteschön? Ich habe den nicht getroffen, weil er irgendwie eine Etage drunter war und die Wand irgendwie da war. Habe ich so das Gefühl. Kann doch nicht sein. Ja, und dann Schild mal da unten. Ich mach, weiß ich nicht. So blöd. Gibt es irgendwie Geschütze oder so, die ich aufbauen kann? Südposten. Warum bin ich hier reingegangen? Erstmal da. In der Primus sieht doch jetzt schon sehr viel einladen aus, weil er nicht legendär ist und so. Ja. Voll immer hochgerannt, ne? Ich habe gerochen, dass die Türen jetzt offen sind. Oh, die hat das gefallen. Sehr gut. Au. Oh, nein, nicht mit der Waffe. Alter. Vor allem irgendwann werden die Gegner ja Standard, ne? Also irgendwann kann mich mein Engel nicht mehr retten. Boah. Wie oft habe ich mich jetzt in die Luft gehabt mit dem Teil? Das gibt's doch nicht.
Mann! Oh, jetzt habe ich gegen die Wand geschossen. Ja, ich habe ihn getötet, sehr gut. Ja, ich habe wieder eine Munition verballert, also. Nee. Machen wir es eben auf traditionelle Weise. Boah. Mich da deine an. Soll ich denn das machen? Au. Boah. Ist ja nach oben oder nach unten? Nach unten, okay. So, mach mal was. Wir sind immer noch tiefer, was? Oh, hi. Mit nichts bringen. Alter. Oh Gott. Was ist das denn? An Meyerlock, okay. Möchte ich von hier aus ein bisschen besser treffen. Was hat? Ein bisschen Schaden macht das. Bin schon wieder fast tot, sehe ich gerade. Oh geil. Oder nicht? Ich habe mehr Gegner. Sehr spannender Kampf, ne? Boah, du. Ja, was geht, ne? So, 100 Erfahrungspunkte. Okay, cool. Ach, der ist ja auch noch da, stimmt. Ja. Technische Dokumente. Stahl. Habe ich nicht vergessen, obwohl ich habe im Moment wieder ein bisschen mehr. Nein. Der ist schon mutiert, ne? Guck mal, ja. Damn's. Noch ein paar Mal. Ernsthaft? Kannst du ein bisschen dagegen daneben treffen? War ich nicht die Waffe. Aber wenn die Waffe ein bisschen besser, ein bisschen schneller schießen könnte, wäre die viel besser. Sollte ich vielleicht nicht riskieren, aber nein. Nein, ich hab's riskiert. Es ging voll daneben. Oh, yeah. Aber bitte sag mir, der lebt nicht mehr. Ja, ich versuch's schon wieder. Scheint mich doch nicht so. Käfigkeim habe ich, glaube ich.
geil. Das wär's. Ah. Den kümmere dich um den. Jetzt geht's weiter. Boah. Ja, 64. War. Der Trick besteht darin, nicht zu sterben. Vor allem, als ich, bevor ich Fallout angefangen habe zu spielen, also Fallout 4, habe ich mir hier und da mal ein paar Reviews angeguckt. Also, als ich mir ein Spiel hole, war so klar. Aber ich habe mir so ein paar Reviews angeguckt, aber was andere Leute so von dem Spiel halten, Spieltester und was weiß ich. Und da hieß es angeblich, dass Granaten ganz schön überpowered wären. Davon sehe ich in dem Spiel nichts. Okay, ich spiele auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, aber trotzdem. Ich merke davon nichts. So, jetzt hier was. Oh, das ist so bescheuert. Perfekt, ey. Country Crossing wird angegriffen. Ja, super. Ich habe jetzt keine Zeit. Dann werden diese ganzen Dinger ja noch angegriffen. Ich habe die Verteidigung wie blöd hochgeballert. Die wir können schon auf sich selber aufpassen. Ach, hier haben wir noch hingekommen. Okay. Dann würde ich sagen, den Rest hier erkunden wir in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle jetzt fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.